Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch mal ein paar Brunnen-Designs, und zwar insgesamt 9 Stück. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem kleinsten Design an, und zwar ist das dieses hier. Das ist insgesamt 2x2 Blöcke groß und 2,5 Blöcke quasi hoch. Und das ist ein ziemlich cooles Design und passt, finde ich, perfekt in so ein kleines Dorf vielleicht oder in so einen Hinterhof oder sowas oder zu einem eigenen Haus, was so einen eigenen kleinen Brunnen vielleicht hat. Und zwar funktioniert es so, indem wir eben Steinstufen nehmen, beziehungsweise Stonebrick-Stufen. Und die dann so im Kreis quasi anordnen und dann können wir da nämlich perfekt das Wasser so reinsetzen. Und dann haben wir hier nämlich so eine kleine Wasserquelle und das sieht dann aus wie eben ein Brunnen. Und dann ist hier noch so ein kleines Dach drauf mit Halbstein und Trapdoors. Ziemlich cool und ein ziemlich kleines Design, ziemlich schnell zu bauen und macht auch einiges her, finde ich. Das nächste Design ist dann ein bisschen größer. Und zwar haben wir hier quasi einen Kessel hängen, beziehungsweise einen Eimer quasi, der an so einem Seil hängen soll, was in diesem Fall jetzt hier so ein Eisengitter quasi ist. Und dann haben wir links und rechts einmal so Träger quasi, die dann das kleine Dach halten. Auch wieder aus Halbstein und Falltüren. Und hier würde dann theoretisch eben das Seil runtergelassen werden, hier unten zu dem Wasser. Und dann kriegt man halt in seinem Eimer hier das Wasser. Und das Ganze ist auch ziemlich einfach gebaut. Ich habe hier nochmal ein bisschen zur Dekoration andere Blöcke verwendet. Und dann hier auch nochmal so eine kleine Stufe, die hier runtergeht. Eigentlich ganz cool und wie gesagt relativ simpel noch nachzubauen. Das nächste Design ist so ähnlich. Allerdings haben wir hier quasi das hier ist ja quasi diagonal. Das hier ist dann quasi die gerade Form davon. Hier auch wieder hängt der Eimer an so einem Seil und da geht es dann runter. Das Besondere hier ist jetzt, dass das Ganze hier noch ein bisschen erhoben ist. Also man geht hier quasi eine Stufe hoch, bis man zu dem Eimer kommt. Finde ich auch ziemlich cool und auch noch relativ einfach nachzubauen und perfekt für ein kleines Dorf vielleicht. Vielleicht stellt man sich das dann so in den Mittelpunkt oder auf den Marktplatz oder irgendwie sowas. Ziemlich nice. So, das nächste Design ist dann komplett quasi aus Holz. Wir haben hier zwei große Balken, die das Ganze quasi tragen und dann haben wir hier so einen Bogen darüber. Mit Halbstein, mit Stufen und auch mit Trapdoors, damit das Ganze schön rund aussieht oder halt so rund, wie es halt in Minecraft geht. Und hier haben wir dann auch wieder insgesamt einen Punkt, der so ein bisschen hinabgeht, so ein bisschen abgesenkt ist und da hängt dann wieder an einem Seil quasi der Eimer, den wir da runterlassen würden. Eigentlich auch ein ziemlich cooles Design. Kann man auch perfekt so als Durchgang noch mitbenutzen quasi und dann hier eben bei Bedarf den Wassereimer runterlassen und er holt sich dann da unten aus der Quelle ein bisschen Wasser nach oben. Das nächste, was wir in der Mitte haben, ist eigentlich nicht so ein richtiger Brunnen, sondern eher so ein Springbrunnen-Design. Das wollte ich aber trotzdem mit reinnehmen, weil das irgendwie so ein ganz simples Springbrunnen-Design ist. Und hier haben wir einfach ein paar Stufen an der Seite mit einem Halbstein oben drauf nochmal. Und in der Mitte haben wir dann eine Säule aus Stonebrick-Mauern quasi und oben nochmal eine Cobblestone-Mauer drauf. Und da oben ist dann die Wasserquelle, die runtergeht. Soll dann hier quasi so die Säule sein oder das Rohr, wo halt das Wasser hochkommt und da kommt es dann eben oben raus. Und eigentlich ein ziemlich cooles Design, aber ich wollte halt nicht so viele Springbrunnen hier mit reinnehmen, weil dafür gibt es ja wieder eine Million verschiedene Designs. Und das hier sollte ja schon ein richtiges Brunnenvideo quasi werden. Aber ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, eben Springbrunnen zu bauen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Design. Das ist jetzt ein bisschen größer und auch ein bisschen aufwendiger zu bauen, beziehungsweise immer noch nicht so aufwendig eigentlich. Ist halt nur ein Brunnen quasi und hier haben wir auch wieder Wasser in der Mitte, wie es bei Brunnen so üblich ist. Und diesmal haben wir hier keinen Eimer, man könnte natürlich hier auch noch wieder so einen Eimer quasi dranhängen mit so einem Eisengitter. Allerdings muss man das nicht unbedingt, beziehungsweise auch bei den anderen Designs. Ihr könnt natürlich auch den Eimer immer weglassen. Ich habe jetzt nur einfach, damit es ein bisschen deutlicher ist, was das hier sein soll. Also, dass es halt ein Brunnen ist, habe ich hier einmal hingemacht. Müsst ihr aber natürlich nicht. Und hier seht ihr es ja, ihr müsst es tatsächlich nicht machen. Sieht trotzdem ganz gut aus. Und hier haben wir, wie gesagt, ein größeres Dach. Das Ganze sieht auch ziemlich cool aus. Aber eben auch ein bisschen massiver. Also in so ein kleines Dorf passt das vielleicht nicht unbedingt rein. Oder zu so einem alleinstehenden Haus vielleicht. Aber trotzdem immer noch ziemlich cool. Was ich denn hier habe, ist ein ziemlich cooles Design. Und zwar ist das hier quasi ein Brunnen, der direkt von einer Quelle im Berg quasi abgeleitet wird. Also ihr könntet das vielleicht zum Beispiel an einen großen Hügel oder einen Berg bauen. Beziehungsweise an, keine Ahnung, vielleicht noch eine Schlucht oder sowas. Wo dann eben aus dem Berg raus quasi eine Quelle kommt. Und die haben wir hier quasi abgezweigt. Und die kommt dann hier angeflossen und kommt dann in so ein halb großes Becken. Beziehungsweise das sind halt Halbsteine. Ihr seht schon, das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. So kriegt man nämlich den Effekt, dass es halt nicht ganz so viel Wasser ist, sondern eben nur ein bisschen. Und dann haben wir hier halt diesen verzierten Ausgang, auch wieder mit Halbstein natürlich, mit Mauern und mit Treppen. Das Ganze sieht auch ziemlich cool aus. Und eben die Idee finde ich ziemlich nice, dass halt aus einem Berg raus quasi direkt Wasser abgezapft wird, so Quellwasser quasi. Kann man auch auf jeden Fall, denke ich, in jeder Minecraft-Welt nochmal ein paar Mal bauen. Auch ziemlich nice. Und das nächste Design, was wir hier haben, ist tatsächlich ein kaputtes Design. Und zwar war das hier wohl mal ein Brunnen und davon ist nicht mehr so viel übergeblieben. Das könnte zum Beispiel so ein Brunnen hier gewesen sein, wie dieser hier. Oder wie dieser hier, also insgesamt so ein kleinerer Brunnen. Und sowas finde ich auch ziemlich cool. Das kann man auf jeden Fall auch in jeder Welt eigentlich bauen. Dass man vielleicht so ein bisschen abseits von allem noch so einen alten Brunnen hat, wie diesen hier, der einfach schon kaputt ist.
Und ja, ich meine, super schnell zu bauen, man braucht hierfür eigentlich nur einen Block, eine Mauer und eine Treppe. Und da kann man hier noch ein Loch buddeln. Und dann, was man natürlich auch machen kann in jeder Welt, was ziemlich, ja, eine coole Idee ist eigentlich, wenn man quasi die Welt erforschen möchte, dass man hier Lianen ranhängt und daran kann man ja runterklettern. Oder beziehungsweise später hochklettern. Und dass man hier unten dann vielleicht irgendwas versteckt, irgendwie einen Geheimgang oder sowas. Oder halt eine Kanalisation oder ein unterirdischer See halt, von dem man noch weiterkommt. Und da kann man da unten vielleicht irgendwas verstecken. Ist auf jeden Fall auch eine coole Idee und rundet halt so eine Welt noch ein bisschen ab, wenn man so ein paar kaputte Sachen noch random irgendwo hinbaut, damit das Ganze eben schon ein bisschen mysteriös aussieht und man sich fragt, was ist denn hier passiert? Hier war wohl mal ein Brunnen und vielleicht noch eine Hausruine daneben oder sowas. Oder vielleicht eine verlassene Burg oder so. Wäre auf jeden Fall auch eine coole Idee. Und das letzte Design, was wir dann hier haben, ist ein ziemlich großes Design. Das passt auf jeden Fall nicht in eine kleine Siedlung quasi, sondern sollte schon in etwas Größeres vielleicht kommen. Vielleicht eine Stadt, vielleicht auch eine Burg. Und das ist halt ein Brunnen, der erstmal an sich ziemlich groß ist und dann auch noch überdacht ist und ziemlich massiv auch gebaut ist. Wir haben ja ein ziemlich großes Wasserbecken, auch noch ein bisschen kaputt unten, beziehungsweise halt so ein bisschen, ja, nicht gerade eben. Und da haben wir hier auch wieder einen Eimer, der hier an so einer Seilkonstruktion hängt quasi, die dann hier quasi mit diesen Hebeln, oder das sollen halt Hebel sein quasi, gesteuert werden kann. Dann kann man hier dieses Seil eben runterziehen oder hochziehen, je nachdem, und kriegt dann eben das Wasser aus dem Eimer. Und das Design ist eigentlich auch relativ simpel. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das gebaut ist. Also haben wir dafür quasi eine 3x3 große Fläche und da platzieren wir einmal außenrum Blöcke, wie in diesem Fall jetzt hier zum Beispiel die verschiedenen Stone Bricks, und machen dann an der Seite nochmal einen 3 hohen Turm aus Stone Bricks, ungefähr so. Und dann machen wir an diese Seite quasi nochmal zwei hoch, nee, gar nicht mehr ein hoch, nochmal einen Block. Und auf diesen Block kommt dann jeweils nochmal eine Treppe, dass es dann insgesamt zwei hoch ist. So, das sieht dann eben sehr massiv aus einfach und sehr gestützt quasi. Und da oben drauf kommen dann noch diese Cobblestone-Mauern, damit das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Und da oben drauf können wir dann noch Blöcke bauen, die ja so ein bisschen zur Stütze dienen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt Holz, also Holzbalken nochmal oben drauf, auf denen dann später auch das ganze Dach quasi gestützt wird. Und das Dach haben wir hier in diesem Fall aus Stufen eigentlich nur. Das, denke ich, muss ich euch nicht zeigen, wie man das baut. Das ist relativ simpel. Was ich euch noch zeigen kann, ist dieser Kranmechanismus. Und zwar haben wir dafür hier einmal Holz entlang gemacht und dann hier auch noch einen Block. Und dann haben wir hier einen Holzpfahl, der quasi nach oben geht. Und dann brauchen wir hier noch Zäune und auch ein Zauntor. Hier haben wir dann noch so einen Block. Und hier müssen wir dann quasi so rum einen Block reinsetzen, damit das Ganze so aussieht, als wäre das irgendwie so ineinander gesteckt. Hier können wir dann noch einen Block hinsetzen, da kommt dann quasi dieses Seil rein, beziehungsweise eben die Zäune. Und hier kommt dann ein Zauntor ran, was wir öffnen, das sieht dann so aus. Und was wir dann machen, ist hier quasi drei Zauntore so platzieren, dann einen Zaun und hier an diese Seite kommt dann eine Stufe, die ich mir nochmal hier eben schnappe, so. Und daran kommt dann quasi das Seil herunter, beziehungsweise eben die Kessel, beziehungsweise die Kessel- und Eisengitterkonstruktion. Das bedeutet, wir machen hieran ein Eisengitter und darunter dann den Kessel. Und das Ganze sieht dann eben so aus, als würde man das irgendwie daran hochziehen können quasi. Was wir dann noch machen können, ist hier natürlich das Ganze noch ein bisschen absperren, damit man nur von einer Seite rankommt. So, und dann machen wir hier eben, wie zum Beispiel hier auch, so ein kleines Podest, wo man dann eben hochgeht. Und dann hat man hier eben so eine offene Tür und kann sich dann hier das Wasser eben holen, das man hochgekurbelt hat quasi. Und dann hat man eben Wasser, was man in Minecraft irgendwie nicht so oft braucht, aber sieht halt ziemlich cool aus, wenn man noch so einen Brunnen hat und ist halt ein bisschen Abwechslung, wäre auch langweilig, wenn so eine Siedlung nur aus Häusern besteht. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und es war vielleicht ein Design dabei, was ihr auch tatsächlich nachbauen könnt. Und wenn ihr ein bisschen geschaut habt, könnt ihr gerne mal Hashtag Brunnen in die Kommentare schreiben, würde ich mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.